Yo Leute, heute schaue ich mir endlich mal den Arm Wrestle Simulator an und das Protokoll ploppt auf einmal auf. Dankeschön. Zu diesem Simulator hat Felix ja schon einige Videos gemacht und meinte, ich muss jetzt auch endlich mal ein Video dazu machen. Ich habe es mir auch schon mal angesehen. Ihr seht, ich habe ein bisschen trainiert. Ich habe aber noch nichts gemacht, außer ein paar Mal an diesem Rädchen hier zu drehen. Und ich würde sagen, wir drehen jetzt auch einmal. Vielleicht ziehe ich heute mal was Krasses. Und ich ziehe nichts Krasses. Aber mein etwas, wir drehen gleich noch einmal. Aber komm schon jetzt. Was Rotes, rot, 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 rot. Und schon wieder nichts. Naja. Kommt schon mal vor. Den nächsten Spin kriege ich in 6 Minuten. Felix hat mir gesagt, es lohnt sich am meisten, hier an den Dingern zu trainieren, was ich auch getan habe. Ich habe jetzt schon einige Knöchelstärke, habe aber noch nie Armdrücken gegen jemanden gemacht. Und ich habe hier auch ein Pad. Ich weiß gar nicht, wo ich das her habe. Weil ich glaube nicht, dass ich hier Eier oder so geöffnet habe. Aber ich habe es auf jeden Fall irgendwo her. Oder geschenkt beanspruchen. Kam das von hier? Beanspruchen. Yeah. Keine Ahnung. So. Ich würde sagen, den Mobber besiege ich ja easy. Komm, gegen den kämpfen wir jetzt einmal und dann machen wir ein bisschen Autoclick-OP. Darf ich? Ah, muss ich kaufen? Na gut, dann besiegt. Peinlich, Mobber. Okay, jetzt der Lehrer. Schönes Symbol eigentlich. So, den Lehrer machen wir auch fertig. Keine Chance hat der. Und besiegt. Komme ich eigentlich durch die ganze Welt durch? Habe ich schon genug für die ganze Welt? Okay, machen wir mal. Und auch easy besiegt. Na gut. Den Mafia-Boss kennt man ja eigentlich immer. Da habe ich auch mehr als genug, den kann ich easy besiegen. Ah, es zieht sich aber schon länger. Also, es gibt schon ein paar Probleme. Vielleicht kriege ich beim Champion, komme ich jetzt nicht weiter. Oh ja, bei dem brauche ich 450.000. Oh Gott, der hat mich ja direkt wendig gemacht. Ich habe noch gar nicht angefangen. Doch, ich versuche es noch einmal. Ich habe noch gar nicht angefangen zu klicken. So, jetzt aber, nee, keine Chance. Keine Chance. Okay, für den muss ich noch ein bisschen trainieren. Und das ist auch der Grund, warum ich für den Arm Wrestle Simulator noch keine Videos gemacht habe. Weil ich finde, dieses Trainieren hier, das ist ja eigentlich ziemlich langweilig für euch, ne? Man kann ja übrigens auf Autozug gehen und dann einfach irgendwas auswählen, was man trainieren will. Ich will die Knöchel trainieren. Und dann macht er das automatisch. Das ist ziemlich cool, das Feature. Ich finde es ein bisschen komisch, dass wenn ich näher rangehe, dass er aufhört zu trainieren. Wenn ich weggehe mit der Kamera, fängt er wieder an. Aber es ist scheinbar so. Und man trainiert einfach. Es ist einfach nur ein Klickersimulator, in dem man zum Glück nicht die ganze Zeit klicken muss, weil das hasse ich an Klickersimulatoren. Aber das ist aktuell der neue größte Simulator in Roblox. Und das lässt mich ein bisschen bedenken. Ich meine, guckt euch das an. Der hat jetzt, wo ich gerade aufnehme, 142.000 aktive Spieler. Ein ganz normaler Simulator. Und ja, der Simulator ist gut gemacht, der ist halt vollständig und alles. Aber wenn du aktiv den Arm Wrestle Simulator spielst, erzähl mir mal in den Kommentaren, warum du das machst. Weil, ja klar, Simulatoren machen immer Spaß und netter Zeitvertreib für nebenbei. Aber warum ausgerechnet der Arm Wrestle Simulator? Das würde mich wirklich interessieren, weil ich habe es noch nicht ganz verstanden, warum ausgerechnet der so groß ist. Ich meine, vielleicht spielen viele auch den Arm Wrestle Simulator, weil er so groß ist und alle da spielen. Dementsprechend lohnt sich das dann auch, da drin krass zu sein. Was ich gesehen habe, ist, dass Stunny Bunny, also Standard-Skill, hier richtig hart für das Leaderboard trainiert hat. Aber oh, der ist inzwischen auch schon runtergehauen worden. Der ist nicht mehr auf dem Leaderboard drauf. Aber als ich vor ein, zwei Wochen noch trainiert habe, da war Stunny Bunny auf Platz 2 und hat sich auf Twitter beschwert, dass er über 1000 Euro hier reingesteckt hat und nur auf Platz 2 gelandet ist. Also habe ich schon ein bisschen Angst davor, was passiert, wenn ich jetzt ja groß werden möchte. Ich weiß es nicht. Aber ich brauche 15.000 Siege und ich muss den Champion besiegen, um hier durchzukommen. Und ich glaube, das kriege ich hin. Wir beanspruchen jetzt erstmal ein Geschenk. So, das machen wir. Gratis Dreh. Ich glaube, dafür fahren wir noch ein bisschen. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich mit dem Farming weiter bin. Und damit bin ich jetzt erstmal wieder zurück. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich gefarmt habe. Ich habe einfach ein bisschen durch Twitter durchgescrollt. By the way, ihr könnt mir auf Twitter folgen. Oder auch nicht, keine Ahnung, vielleicht werde ich Twitter irgendwann verlassen. Ihr könnt mir auch auf Threads folgen. Oder auf Instagram. Oder einfach auf meinen Discord-Server kommen. Der ist in der Videobeschreibung verlinkt. Anders als die anderen Sachen. 6,3 Millionen Stärke empfohlen. Ja, die habe ich nicht. Gott, oh Gott, oh. Einfach nochmal gucken, komm. So schlimm kann es nicht werden. Ich habe die... Ah, okay, okay. Das wird wohl nichts. Gut, wir drehen noch einmal im Rad. Vielleicht kriegen wir ja was, was mir hilft. Krieg ich vielleicht ein Pad, das mich stärker macht oder so? Und ich bekomme mal wieder nichts. Luck Potion. Ist das andere? Ist das ein Strength Potion vielleicht? Ich muss ja mal gucken, was wir hier haben. Ich weiß ja gar nicht, wie ich gut vorankomme. Warte mal, ich habe eine giftige Hydra? Legendär? Aber der Affe ist episch und besser. Egal, ausrüsten. Hä, wo kommt das her? Hä? Ich meine, ich beschwere mich nicht. Was habe ich noch alles? Habe ich Spuren? Die bringen mir aber nichts, oder? Doch, die bringen mir ein bisschen was. Wenn ich mir hier so eine blaue Spur hole, gibt die mir ein bisschen mehr Stärke dazu. Dann nehme ich die auch. Dann noch ein paar Geschenke. Das hier und...
Ah, dadurch habe ich vielleicht was bekommen. Noch ein Affen, perfekt. Und dann nochmal 100 Knöchel oder so. Aber wo kann ich jetzt die Boosts aktivieren? Daily, natürlich. Kann man immer machen. Codes kenne ich auch nicht. Wenn ihr ein paar Codes kennt, könnt ihr sie mir gerne in die Kommentare schreiben. Aber Boosts. Oder sind die Boosts direkt aktiviert? Keine Ahnung, ich farm jetzt einfach wieder. Dafür gehen wir wieder auf Autozug, auf Knöchel, weil Felix meinte, Knöchel lohnen sich am meisten. Und jetzt fahren wir nochmal die Knöchel hoch. Vielleicht rüste ich noch einmal hier den Affen aus, den ich hatte. So, und ich glaube, viel schneller als jetzt kann ich nicht farmen. Falls doch, schreibst du gerne in die Kommentare, wie man in dem Spiel noch besser werden kann, weil ich kenne mich halt überhaupt nicht hier drin aus. Aber ja, es wird Zeit, dass ich einfach weiter farme. Ich würde sagen, ich farme, bis ich 350.000 habe, oder? Das sollte reichen. Bis dann. Oh mein Gott, Leute, mit den Pets ging das so viel schneller, als ich gedacht habe. Ich habe jetzt einfach schon 440 Stärke, viel mehr, als ich wollte. Komm, jetzt werde ich den aber easy besiegen. So, und jetzt gehen wir hier einfach durch. Oh, ich muss schon klicken. Oh Gott, oh Gott. Wisst ihr was? Ich glaube, ich brauche einen Autoklicker. Ich brauche einen Autoklicker. Und ich werde natürlich keine Robux ausgeben, weil ich möchte vom Noob zum Pro werden ohne Robux. Dementsprechend benutze ich einfach einen richtigen Autoklicker. Was wollen die tun, nicht wahr? Mache ich einen dann random Offset rein, falls die einen Autoklicker-Detektor haben. Und dann würde ich sagen, geht's nochmal rein und wir klicken schon. Und los geht's. Selbst mit Autoklicker gewinne ich nicht, obwohl ich mehr Stärke habe, als da unten steht. Was? Okay. Dann muss ich wohl doch noch ein bisschen mehr farmen. Vielleicht bringt mir auch das Riesenrad was. Bitte. Gib mir was Krasses. Irgendwas Krasses. Und ein Golden Potion. Ich weiß aber nicht, was mir der Golden Potion bringt. Was bringt mir der Golden Potion? Wie kann ich die einlösen? Geschenk beanspruchen. Time Volt Boost. Ja, aber was bringen mir die? Ich weiß es nicht. Hier steht nirgendwo Inventar. Ich habe Haustiere. Aber das sind nur Haustiere. Ich habe Spuren und das sind nur Spuren. Habe ich im Shop Tränke? Hier habe ich Tränke und ich kann die nutzen. Die bringen mir Glück. Chance Goldhaustier bringt mir auch nichts. Chance leeres Haustier zu schnappen. Okay. Also wahrscheinlich Volt Haustier. Okay, verstanden. Aber wir spielen ohne Robux. Und wir werden den so fertig machen. Der wird nicht kommen sehen, was gleich passiert. Wir farmen jetzt nochmal ein bisschen hoch und dann haben wir den gleich. Okay, Leute, ich habe jetzt noch eine Weile weiter gefarmt. Und ich habe sogar hier bei dem Rad die, ich weiß gar nicht, wie hochprozentige Chance gehittet. Und habe dann eine Flammenbestie mit 4,10-fachen Bonus bekommen. Die Sache dabei ist nur, danach ist halt das hier erschienen mit einer noch niedrigeren Chance. Was wahrscheinlich noch krasser ist. Aber komm, jetzt muss ich ja wohl den Champion besiegen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich ihn jetzt nicht besiege. Deswegen gehen wir hier jetzt rein. Ich hau den Autoklicker an. Volle Power und... Alter. Oh, ich schaffe es. Ich schaffe es super knapp, aber nur dank meinem Autoklicker. Und... ich hab's geschafft. Ich bin der Boss. Das Blöde ist, ich brauche jetzt trotzdem noch 15.000 Siege, um in die nächste Region zu kommen. Das heißt, ich muss den die ganze Zeit besiegen? Oh, Mann. Naja, dann machen wir das. Und nach 500.000 Jahren habe ich endlich die 15.000 Trophäen. Nebenbei habe ich noch ein Ei geöffnet, um ein besseres Pet zu bekommen, und zwar den Wassermagier. Habe noch ein bisschen weiter trainiert, damit es ein bisschen schneller geht, den Champion zu besiegen. Und jetzt können wir endlich weitermachen. Wir sind in der nächsten Area angekommen, aber noch lange nicht in der letzten Area. Und naja, ich brauche 1,2 Millionen, um an diesem Dogsack zu trainieren. Also kann ich erst an dem hier trainieren. Und dann geht das Spiel so ewig weiter. Und Leute, da bin ich wieder. Und ihr werdet es nicht fassen, wie lange ich gefarmt habe, um da zu sein, wo ich jetzt bin. Denn nein, ich habe nicht nur die erste Welt geschafft und bin jetzt in der zweiten Welt. Ich habe es auch schon durch die zweite Welt geschafft und bin in der dritten Welt. Und ich habe dafür ganze 3 Tage lang 24/7 durchgefarmt. Und das ist wirklich insane. Also wirklich, ich habe auch in der dritten Welt hier schon mindestens 1,5 Tage lang gefarmt und ich schaffe es nicht einmal, den zweiten Gegner zu besiegen. Den ersten Gegner, den besiege ich noch. Wenn ich hier hingehe, dann geht's gleich los und dann muss ich zwar ziemlich schnell klicken, aber ich besiege ihn. Dann kriege ich 9 Millionen Siege dazu. Aber der zweite, den fetten Piraten, guckt euch an, wie fett der ist. Den kriege ich nicht besiegt. Das ist einfach nicht drin. Man muss dazu natürlich sagen, ich habe jetzt nicht absolut optimal gefarmt. Ich stand hier einfach nur tagelang AFK rum mit einem Autoklicker und das war's. Ab und zu hier, ab und zu mit der Hantel, ab und zu mit den Handteilen. Einfach nur, weil ich mir nicht sicher war, was sich am ehesten lohnt. Aber trotzdem habe ich ja unglaublich lang gefarmt. Ich bin zwischendurch dann immer hingegangen zu den Gegnern, die ich besiegen konnte. Habe die so oft besiegt, wie ich konnte. Und habe mir dann Eier geholt. Ich habe auch diese Event-Eier hier geholt. Aber die Pets in den Event-Eggs, die sind ja viel zu schlecht. Mit denen komme ich gar nicht voran. Die habe ich größtenteils auch noch. Also ihr seht, das hier sind meine Pets. Das stärkste ist halt so ein Holocroc im Mythical. Leere und groß mit 315-fachen Stärke-Multiplikator. Aber ja, das war's an sich schon. Das sind meine Pets.
Ich würde sagen, wir drehen jetzt noch einmal im Rad. Ein zweites Mal habe ich das Pad nicht aus dem Rad bekommen, aber vielleicht wird es ja dieses Mal was. Wir gucken und es ist mal wieder nichts. Aber Tränke sind schon mal ganz gut, weil ich habe ja jetzt 14 Milliarden Siege. Die reichen zwar bei weitem nicht, um mir hier irgendwas zu öffnen. Ich könnte theoretisch dieses Eck hier ein paar Mal öffnen. Ich weiß aber nicht, wie stark diese Pets hier drin sind. Ich habe halt keine Ahnung, ob der King Trident sich lohnt. Das könnte jetzt ein Riesenfehler sein, den ich mache. Aber ich gehe mal auf den Shop, dann auf Tränke und dann aktiviere ich auf jeden Fall den Leere-Trank, den Gold-Trank und den Glücksboost. So, und dann probieren wir einmal ein Ei. Wir kriegen den King Trident, also bisher nichts Gutes. Wir gucken nach, wie gut ist der King Trident. 270, wenn ich davon mehrere hätte, dann wären die auf jeden Fall gut. Ich glaube sogar besser als ein paar meiner schlechteren Pets. Also werde ich davon jetzt noch ein paar öffnen, solange ich kann. So, das waren jetzt alle King Tridents, die ich holen konnte. Ich kann jetzt auf jeden Fall schon mal wieder auf am besten ausrüsten gehen und habe dann schon mal zwei King Tridents drin. Ich bräuchte aber noch einen weiteren, damit ich den verbessern könnte. Ja, und dann würde ich sagen, öffne ich als weiteres diese Eier hier. Weil guck mal, wenn ich hier Legendaries rausziehe und die dann Void und krass und so mache, dann sind die ja auch schon ziemlich stark. Jetzt laufen wir einmal wieder zurück. Währenddessen natürlich Autozug, heute mal ein bisschen Hände trainieren nebenbei, weil man es einfach nebenbei machen kann. Zurück ins Fitnessstudio, dann rüber zu dieser Goldmaschine hier. Und da gehe ich einfach immer auf alles herstellen. Dann sagt er mal, whoops, riesige Haustiere können nicht, aber egal, irgendwas passiert dabei schon. Und jetzt habe ich schon... Oh, den King Trident habe ich groß gemacht. Ich dachte, ich bräuchte mehr dafür. Lol. Wie viel braucht man denn? Ich weiß es nicht. 1, 2, 3, 4, 5 braucht man. Oh, vielleicht hatte ich schon einen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich den jetzt groß gemacht. Stabil. Gut, dann gehe ich immer wieder. Ich gucke eigentlich gar nicht, wie viel ich brauche von allem. Ich gehe einfach zu den Maschinen hin. Sag einfach immer, alles herstellen. Wups, und am besten ausrüsten. Hat sich jetzt nichts geändert. Aber jetzt habe ich schon mal ein paar etwas stärkere Pets. Und zwar den King Trident mit 405 Bonus. Aber auch dieser 405-fache Bonus, der bringt mir halt immer noch nichts. Wenn ich hier baue, wenn ich hier farme, 1,9 Millionen. Okay, vorhin waren es 1,7. Wenn es hochkommt, manchmal sind auch so kleine Boosts drin. Ich weiß auch nicht warum. Es ist halt alles nicht so geil, finde ich. Und was ich jetzt machen muss, ist auf jeden Fall noch ein paar Mal den Typen hier besiegen. Und ich würde sagen, dafür machen wir mal kurz eine Timelapse. So, ich habe keine Ahnung, wie lange ich das jetzt gemacht habe. Ich war jetzt keine Ahnung, wie viel weg. Also, es war jetzt nicht super lange, aber es war halt schon eine Weile, ne? Ja, komm, warte, nein! Jetzt sind wir aber fertig. Ah, okay. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt, ich war einfach essen. Und das ist halt, finde ich, auch ziemlich anstrengend in diesem Spiel. Man kommt nicht voran. Man kommt überhaupt nicht voran. Man ist tagelang per 24/7 am Farmen. Man macht keine Fortschritte. Ich habe eine Umfrage gemacht, in der ich gefragt habe, wer von euch denn den Armwrestle-Simulator spielt und warum ihr ihn spielt, wenn ihr ihn spielt. Die meisten von euch haben gesagt, sie spielen ihn, weil es euch Spaß macht. Und ich sehe auch, dass es Spaß macht. Es ist schon eine gewisse Beschäftigung, halt zu klicken und man sieht Zahlen hochgehen. Das ist ja der Reiz an all diesen ganzen Klicker-Simulator-Spielen. Der Grund, warum die ganzen Simulatoren überhaupt erfolgreich sind. Aber dieser Simulator, der belohnt einen ja gar nicht mal richtig. Ja, man hat viel zu tun, das ist auch wichtig, dass man beschäftigt bleibt. Aber ist es nicht frustrierend für euch, dass ihr überhaupt keine Fortschritte macht? Ich finde das super frustrierend. Ich kann hier jetzt wieder Zeug beanspruchen, welches alles komplett useless ist. Dann öffne ich hier so ein Ei, aus dem nichts Sinnvolles rauskommt, ein Papagei, den ich wieder wegschmeißen kann. Dann habe ich noch was zu beanspruchen hier, wow. Ab und zu gibt es ein Rad, das ich spinnen kann, also einmal am Tag höchstens. Ja, und ja, wenn ich jetzt nicht 24/7 durchfarmen würde, dann würde ich ja monatelang in dieser Area sitzen, wenn ich einmal am Tag eine Stunde farmen würde. Keine Möglichkeit. Den Typen hier besiege ich nicht. Ich spam jetzt E und das war's. Keine Möglichkeit. Ich kann hier farmen, hier wieder so ein bisschen rumschlagen. Bam, 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 bam. 1,9 Millionen. Es geht einfach nicht voran. Ich muss ja in den T-Bereich kommen und nicht in den B-Bereich. Okay, dann könnte ich auf Wiedergeburt gehen. Wiedergeburten sind auch immer eine Option. Ich habe jetzt auch mehr als genug für ein paar Wiedergeburten, deswegen habe ich ja gefarmt. Aber auch das bringt mir echt nicht so viel. Ich mache jetzt eine Wiedergeburt. Bin jetzt auf 390, 405, 420, 435, 450, bla bla. Und das war's schon. Das heißt, ich habe mich effektiv von dem Bonus, den ich hatte, ungefähr 10-20% gesteigert und bin dafür jetzt wieder bei 0 Stärke, muss von vorne anfangen. Und das dafür, dass ich jetzt mit 2,4 Millionen farme statt 1,9 Millionen. Das lohnt sich ja auch nicht. Wie kommt man in dem Spiel voran? Wisst ihr, wie man in dem Spiel vorankommt? Ich habe mir auch von Felix sagen lassen, ich komme nicht in die vierte Area.
Er selbst ist nicht in der vierten Area jetzt, wo ich dieses Video hier aufnehme. Wie gesagt, ich habe jetzt tagelang gefarmt. Also ich weiß echt nicht, wie es weitergeht. Es gibt natürlich auch Spuren, ja. Ich hätte vielleicht noch auf diese Geldspur hier gehen können. Die hätte mir dann nochmal 50% mehr Stärke gegeben. Ja, aber jetzt auch nicht so viel mehr. Ich check halt einfach nicht, wie man hier vorankommt. Auch schön, wie ich da hinten immer noch diese GUI-Dinger sehe. Also per Simulator X hat so ein Problem nicht. Naja, wie auch immer. Ich glaube, ich kann in dem Spiel jetzt nichts mehr weitermachen. Wenn ihr ein paar Tipps für mich habt, wie ich vorankomme, dann schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Vom Noob zum Pro habe ich es nicht geschafft, aber vom Noob zu einem normalen Spieler, würde ich sagen, habe ich es auf jeden Fall geschafft. Und das ohne Robux auszugeben. Ob Robux hieran was ändern würden, bezweifle ich ja auch, weil Felix hat ja auch Robux ausgegeben und kommt trotzdem nicht voran. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet. Das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Klickt jetzt auf das Video, das hier eingeblendet wird. Bis dann und... Ciao!